Wir haben das tatsächlich überlebt? Brutal. Alles um uns herum ist vernichtet. Du hast wirklich höllisches Glück, Townsend. Oh ja. Ist das so? Alles, was wir hier haben, sind blinde Befehle und Zufall. Was glaubst du, welche Seite uns zuerst erledigt? Ich hab deine Sprüche satt, McManus. Aye, aye, Sir. Edwards, starte den Motor. Verdammt, die Treibstoffleitung leckt! Bitte jetzt nicht! Bitte jetzt nicht! Bitte jetzt nicht! Komm schon! Jetzt komm schon! Les! Komm schon! Hör auf! Hör auf! Les! Das war's. Willst du da bloß rumstehen? Ich sehe keine 20 Meter weit. Wir brechen durch. Edwards, ich fahre. Du erkundest draußen die Lage. Spiel nicht den Helden. An die Arbeit, Junge. Spiel nicht den Helden. Okay. Leichter gesagt als getan wahrscheinlich. Und weiter geht die wilde Fahrt. Stück durchkommen, Edwards. Wenn du Ärger kriegst, sind wir direkt hinter dir. Okay. Warum leuchtet das hier hinten? Führe Black Bass durch den Wald von Bourlon. Neues Einsatzziel. Dann folgt mir mal. Uah. Der hat uns eiskalt überfahren. Warum muss ich jetzt hier draußen rummachen, wenn der auch da oben rumgucken kann? Das verstehe ich nicht ganz. Hier brennt was. Ein anderer Panzer. Ich glaube, die Insassen hatten nicht so viel Glück wie wir. Mein Feldgeschütz. Edwards, du erkundest das Gelände. Wenn dein Geschütz ist, schalt es aus. Wenn es eng wird, helfen wir dir. Andernfalls kommen wir mit Bess nach, sobald du das Signal gibst. Na, vielen herzlichen Dank auch. Tipp, erkunde das Lager, um Gegner zu sichten. Okay. Ich gehe mal hier lang. Ist das ein Gegner? Oh, Scheiße. Der hat doch bestimmt irgendwas Geiles. Jawohl, der hat ein G. Wow! Hilfe! 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 Ich werde von überall beschossen. Ich bräuchte ein bisschen Munition. Haben wir hier irgendwas? Munitionspacks. Habe ich schon. Granaten. Da mal den Spaß mal auf. Oh. Eine Schrotflinte, den Helm möchte ich auch gerne mitnehmen. Boah, ernsthaft. Ich glaube, wir haben es geschafft. Sieht zumindest ganz gut aus. Puh. Das hätte auch schief gehen können.
siehst du ja, Kleiner. Das war Zauberei, Fahrer. Wahre Zauberei. Hier war doch gerade irgendwas zum... Krieg gar nicht. Was? Ich breche durch den Draht. Der Mann hat Humor, hä? Was ist denn das? Kann nichts sehen. Edwards, geh voraus und führ uns durch. Aber geh nicht zu weit nach vorne. Ich kann das Ding nicht aufheben. Nun gut. Ach, jetzt, okay. Da haben wir den Bajonettangriff. Mal gucken, ob ich den noch irgendwie einbringen kann. Dieser Nebel macht die Sache hier definitiv nicht angenehm. Vorne könnte es Ärger geben. Du spähst das Gebiet aus und wenn alles okay ist, gibst du uns ein Signal. Wir kommen und helfen, wenn wir hören, dass es Probleme gibt. Das sieht nicht danach aus, als dass das ohne Ärger vonstatten geht hier. Ich habe ein kleines bisschen Angst. Zwei Leute. Was ist denn das für ein Baum? Hier waren doch gerade eben noch zwei Leute. Wo ist der andere hin? Das war krank. Ich komme ja auch zu euch. Sind die vorhin an mich hochgerannt? Hi! Es ist sehr tricky hier gerade. Wow, jetzt kommt ihr? Ist das euer Ernst? Die Typen hier hätte ich wahrscheinlich sehr leise ausschalten können. Was haben wir denn hier? Oh Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße. War nicht ganz wie geplant, aber es hat ganz gut funktioniert. Was haben wir hier drin? Eine schöne Luga. Was haben wir hier drin? Nichts. Die sind ja immer noch hier unterwegs. Dann suchen wir sie mal. Oh, unserem Panzer geht's nicht gut. In unserem Panzer helfen. Hier ist verdammt viel Scheiße. Der sieht nicht mehr sehr gesund aus. Kann ich ihn reparieren? Ah, komm schon, Junge, reiß dich zusammen! Du musst uns hier durchbringen! Jawohl, Sir! Es musst du einiges einstecken. Hol deinen Werkzeugkasten und gib dein Bestes. Gute Arbeit.
Habe ich gemacht. Irgendwas war da unten. Das war einfach zu krass, was da. Da muss doch irgendwas sein. Ich gehe da nochmal runter. Wenn ich den Eingang finde. Hier. Ja, ja, ja. Was ist das hier alles? Ach, das ist einfach nur die Unterkunft von denen, oder was? Was ist das denn bitte? Okay. Sieht ganz nice aus. Ich lasse es mal hier. Ja. Oh, ein Feldhandbuch. Das nehme ich mit. Ich komme schon, Chef. Ich komme schon. Ich dachte, ich rüste mich noch mal kurz auf. Hier ist mal so ein Lazarett. Lazarett, sage ich schon. Bin dabei, Chef. So, da bin ich. Hi. Stresst hier rum wie eine alte Socke, ey. Alles ist frisch nachgeladen, das ist gut. Wechsel mal auf die Schrotflinte, man weiß ja nie, wann ein Überraschungsangriff kommt, ne? Hier hat sie den nächsten Panzer zerlegt. Jetzt müssen wir nur noch aus diesem Wald raus. Nichts leichter als das. Wenn ich so gucke, die Leuchter, die Lichter da hinten, die sind überhaupt nicht bedrohlich. Ich gehe mal wieder außen rum. Weil ja nichts sicherer ist. Ich habe hier was gehört. Okay. Heiß ist das kalt. Was ist los? Ich weiß, dass du mich beim Feldwebel angeschlagen hast. Zwei Leute habe ich gesehen. Hey, Kamerad, alles in Ordnung? Wer geht denn? Das ist ein Flammenwerfer-Typi. Ich hab das hier alles so, sag. Bei dem habe ich jetzt nicht so Bock, in den Nahkampf zu gehen. Wenn ich mal so ganz ehrlich bin. Ist da oben irgendwas? Ja. Okay. Wir haben das Lager mehr oder weniger ergründet. Der Typ da hinten ist wirklich sehr alleine. Kann ich nicht nachvollziehen. Hey, Kamerad, wie geht's? Dankeschön. So, ich habe mich hier ans andere Ende der Basis schleichen können. Yo. Das sieht nach einer ordentlichen Wumme aus. Ach, schauen, da ist wieder so eine Schrotflinte. Ist das die gleiche? Nee. Meine Füße sind eiskalt. Und der ganze Scheiße sind nur die Franzosen schuld. Hoffentlich sieht er uns nicht. Vielleicht kann ich ihn dann von hinten irgendwie wegsnacken. Dann machen wir so eine Art Splinter Cell draus. Scheiße.
Meine Füße sind eiskalt. An der ganzen Scheiße sind nur die Franzosen schuld. Okay. Ich höre hier überall Schritte, das ist irgendwie sau beängstigend. Wie mache ich das jetzt am besten mit denen? Ich könnte natürlich eine fette Granate hier überall rumwerfen. Der ist kein Problem. Um den hier mache ich mir am meisten Sorgen. Komm. Wenn die Geschütze ausschalten, ist der Panzer schon mal mehr oder weniger safe. Dann kann der sich um den Rest kümmern. Das wäre schon gar nicht so ungut. Das war das Signal zum Abhauen. War is hell! Oh oh, ich muss abhauen. Ach du Scheiße, den Panzer hat's ganz schön erwischt. Oh fuck. Ah, okay. So war das nicht geplant. Ja, ja, ich hab's verstanden. Okay, Junge. Wir sind alle müde. Aber du musst uns noch mal den Weg geben. Also Abmarsch! Wir müssen den ganzen fucking... Ach du Scheiße. Ich muss hier aber nicht nochmal die komplette Mission machen, oder? Natürlich muss ich die komplette Mission machen. Nee, muss ich nicht. Ich habe Angst. Scheiß die Wand an. Na, Ma! Bin dabei, Chef! Okay. Okay. Sieht ja bis jetzt relativ einfach aus. Einmal stehen, Mann. Ich glaube, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Bitte, bitte. Wie haben wir die alle so schnell ausgeschaltet? Du musst auf uns aufpassen. Bess hat diesmal einiges abgekriegt. Wir hätten sie fast verloren. Ja, ja, ja. Laut Karte müssten wir aus diesen verdammten Wäldern bald raus sein. Wir müssen über die Brücke hier, dann dürfte es nicht mehr weit sein. Deutsche, wow, auf der Brücke! Wow, wow. Zeigen wir es ihnen! Edward, schneller!
Hi Jungs! Oh Scheiße. Oh oh, nicht schon wieder. Autsch. Oh, verdammt, der Axtmann. Ich muss das Ding hier reparieren. Oh Mann! Dann räumt doch mal hier auf, Mann! Und es wird hell. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ich hoffe doch mal sehr. Das hätten die auch schneller machen können. Den Rücken fallen? Ach du Schande, auch noch das. Okay. Wo lang soll ich gehen? Ich habe ein bisschen Angst, Jungs, ne? Das ist euch schon klar. Was war da? Okay. Ich habe ein bisschen Bammel. Das sieht nämlich alles sehr, sehr gefährlich aus. Okay. Da kann ich nichts markieren. Tief durchatmen. Ja, ich kann nicht weiter raus. Na gut. Bin ich wohl am Kartenrand angekommen? Was willst du machen? Das Ding muss ich zerstören. Was war das? So. Chef. Ich bin in deren Rücken. Wie sieht's bei dir aus? Durchschauen, ist hier noch irgendwas? Das ist ärgerlich, ne? Kenn ich. Ich bin auch immer das Opfer hier. Sehr gut. Munition auffrischen. Wir haben drei normale Granaten, wir haben die Stielgranaten, das ist gut. Was haben wir hier? Oh, ein Tankgewehr. Das klingt doch gut. Und hier geht's. Au. Seid ihr
Warum denn nicht? Warum hilft mir denn der Panzer nicht? Gottes Willen, ist das ärgerlich hier gerade. Da schleichst du dich einmal komplett rum. Ja, und dann bist du tot. Ja, ihr seid lustig, Black Bass. Vor uns liegt ein Vorpost. Wie es aussieht, sind sie auf Bass vorbereitet. Sie ziehen ihr Feuer auf uns, während du versuchst, ihnen in den Rücken zu fallen. Und wieder hier außen rumlatschen. Weil das ja letztes Mal so gut geklappt hat. Ich versuche mal schön die Ziele zu markieren. Wieso kann ich das denn jetzt nicht markieren? Jetzt. Okay. So, wenigstens wissen wir, dass wir hier jetzt relativ einfach rüberkommen. Mich stört ein bisschen der Panzer da hinten. Er kommt zu mir. Scheiße, falsche Taste. Nimm sie auf. Nimm sie auf. Au. Hilfe! Black Bass, kommst du auch mal vor? Muss das sein? Was mache ich denn jetzt? Kann ich hier hoch? Yes. Wieso sterben die denn nicht? MP18, work. Okay, ich muss mich beeilen. Oh, scheiße. Ich habe ja sonst nichts zu tun, ne? Vielleicht kann ich ja jetzt den Panzer so ausschalten. Es wäre zumindest ziemlich geil. So, alleine gegen den Panzer ist echt scheiße.
Komm, zeig dich. Yes! Das war nicht unwichtig, den Panzer da mal loszuwerden. Okay. Was ist das? Da nehme ich doch lieber die mit. Ist hier noch irgendwas drin? Der Typ da hinten, der geht mir ein bisschen auf den Keks, ne? Der Motzki da. Unterschied. Nachladen, nur ein Schuss, okay. Ha! Ist das aufregend hier? Hier kann ich nicht runter. Mhm. Der Typ da unten faselt sich den Mund fusselig. Aber keine Chance gegen mich. Bist du sicher? Was? Wo das denn bitte? Wo denn bitte? Oh Scheiße. Yo. Das war knallhart. Angst. Da hinten klemmt noch ein Panzer an der Wand. Oh, fuck it, man. Ich sollte hier nicht mit der Granate rumlaufen. Wer weiß, wohin mich das hier alles führt. Ins Nichts. Sehr schön. Also die Musik ist da. Das finde ich gut. Gibt der ganzen Sache ein bisschen Druck. Aber wenn wir ehrlich sind, die Panzergeschütze da zerstören? Ich weiß es nicht. Sieht nicht so aus. Was war das? Gehen wir wahrscheinlich nach oben. Okay. Falsche Taste. Das kriege ich noch nicht so hin, ne? Das Gewehr hier ist echt verdammt krass. Mal, welches Gewehr braucht schon sonst drei Schüsse für einen Panzer? Vier. Ne, drei waren es. Habe ich das geschafft? Noch mehr Verstärkung? Oh nein. Das war ordentlich. Muss ich einfach weiter vor? Nee. Ich muss irgendwas machen, aber ich weiß nicht was. Mann. Die Typen gehen hier aber auch langsam auf echt ein bisschen auf den Senkel, ne?
Munition mehr. Dann geben wir die Typen hier auf den Senkel. Hab ich's? Ich komme! So, genug Unterhaltung für einen Tag. Na, endlich mal wieder was Normales, Sicheres. Panzerbüchse? Hier habe ich eh keine Munition mehr, dann nehme ich doch die mit. Das machen wir so schnell nicht nochmal. Okay. Einsteigen und losfahren. Nein. Scheiße, wo ist mein Schraubendreher? Steig ein und fahr los, Junge. Das fahr Zeit für einen Ortswechsel. Scheiße. Wo ist mein Schraubenschlüssel hin? Ich brauche einen fucking Schraubenschlüssel. Bisschen große Kiste für einen Schraubenschlüssel, oder? Okay. Ich befürchte, es geht ohne Reparatur nach Hause. Scheiße. Ich guck noch schnell in dem Zelt nach. Vielleicht ist da ja einer drin. Granate. Ja, Schraubenschlüssel. Yes. Keine Munition. Ja. Dann nehmen wir doch die hier mit. So, jetzt wird repariert. Oh. Macht die Sache schon etwas angenehmer, damit zu fahren. Aber weiter geht's. Jawollo. Für ein Gefecht. Aber auf den Fahrersitz und dann weg hier, bevor die gesamte deutsche Armee auftaucht. Wo fährst du hin? Du fährst gegen die Wand. Wie kann man denn so doof sein? Heieieiei. Das war echt ein bisschen sehr krass gerade.